Leute, willkommen zu einem von hoffentlich zukünftig vielen Update-Videos zu XDefiant. Die ersten Patch-Notes des Spiels sind draußen mit dem 48-Stunden-Dauertest für die Server. Einige hatten schon ein paar Probleme ins Spiel zu kommen, habe ich gehört. Ich habe es selber nicht testen können. Ich melde mich jetzt zum Freitag am 19. erst zu später Abendstunde durch die Spätschicht, die ich habe, bis 22 Uhr. Und deswegen möchte ich euch jetzt ganz flott die Patch-Notes nachreichen. Übersetzt, ich zeige euch die Original hier auf Englisch auf der XDefiant Seite. Hier und da gibt es noch ein bisschen Interpretationsschwierigkeiten von mir für die Patch Notes, weil man ist noch nicht zu sehr im Game. Deswegen gibt es das ein oder andere, was ich jetzt noch nicht zu 100% erklären kann. Sorry dafür, aber ich denke, über die Zeit wird das alles schon irgendwie funktionieren. Also, wer Bock hat in Zukunft von XDefiant weiterhin bei mir nichts zu verpassen, abonnieren, ihr wisst Bescheid. Wir fangen direkt mal an mit den Map-Änderungen im Vergleich zur letzten Beta vom Spielstand her. Kugelsicheres Glas ist jetzt weniger transparent, Einschusslöcher sehen jetzt cooler aus, würde ich jetzt gerne schon mal einen Vergleich sehen wollen, allgemeine Leistungsoptimierung, dann gibt es am Spielmodi System ein paar Verbesserungen. Eskorte und Zonenkontrolle sind jetzt 2-Runden-Modi in Standard-Playlisten. Ich glaube, das waren vorher 3 Runden. Ich bin mir nicht mal ganz sicher. Es ist einfach schon wieder viel zu lange her. Verbessertes Anti-Cheat-System bzw. verbesserter Schutz. Mehrere Abstürze im Zusammenhang. Was ist das für ein schweres Wort, gerade zur später Stunde? Im Zusammenhang mit dem Spiel. Modi wurden behoben. Verbesserte Eskorte-Filmsequenz am Ende des Spiels. Am Netcode wurde ein bisschen was verändert. Die Trefferregistrierung und das Desyncing. Ich hoffe, ich spreche es richtig aus. Das Wort lese ich heute zum ersten Mal. Trefferregistrierung, wissen wir alle, was gemeint ist. Gehe ich mal davon aus. Wurden verbessert. Wir arbeiten immer noch weiter daran. Es ist jetzt viel schwieriger, aus der Weltkarte herauszufallen. Und ein kleiner Witz hinten dran. Sagt uns Bescheid, wenn ihr es geschafft habt. Wenn das nicht nach einer Herausforderung klingt, dann weiß ich es auch nicht. Verbesserte Netzwerkinfrastruktur und Framework. Soziales. Umstellung auf ein neues Sozialsystem, Infrastruktur für Freundschaften, Party, Management, Chat etc. und so weiter und so fort. Wie gesagt, das kann ich jetzt nicht genauer erklären. Dadurch stecke ich, weil die letzte Beta einfach schon zu lange her ist, nicht mehr ganz in der Materie. Zugänglichkeit. Die Einstellung für den Blitzknalleffekt, also du wirst geflashbangt, kannst du jetzt einstellen, ob der Flashbang hell oder dunkel sein soll. Du wirst trotzdem in der Sicht behindert, aber manche stört das, wenn du in deinem Dunkelkämmerchen vielleicht noch irgendwelche Fotos oldschool entwickelst, übertrieben gesagt, und dann kommt so eine heftige Flashbang, die deinen ganzen Bildschirm einfach extrem weiß erscheinen lässt. Das kannst du farblich ändern in auch dunkel. Und das finde ich eine richtig, richtig coole Sache. Könnten sich andere auch eine Scheibe von abschneiden. Audio, verschiedene Soundverbesserungen und Korrekturen, wirklich zu viel, um sie aufzuzählen, schreibt Ubisoft. Bereinigung der Voice-Over-Trigger, um die Sprachausgabe im Spiel zu verbessern. Außerdem wurden neue Trigger hinzugefügt. Verbesserung an den Fraktionen. Es wurde ein Problem mit der Echelon Sonar Googles Pistole behoben, das dazu führte, dass sie genauer als beabsichtigt war, während der Spieler in der Luft war. Also sie war wahrscheinlich in der Luft OP, könnte man sagen. Es wurde angepasst, wie Fertigkeiten auf Treppen eingesetzt werden. Waffenänderungen, mehrere Waffen- und angriffsbezogene Animationen wurden verbessert. Es wurden neue Sprintanimationen für Pistolen hinzugefügt, um das Gefühl und das Timing der Soundeffekte für die Schritte zu verbessern. Dann haben wir Aufsätze. Haben wir hier, Moment, jetzt muss ich ja schon mal ein bisschen runterscrollen. Sorry, das habt ihr jetzt auf Englisch nicht mehr mit überfliegen können. Ein Problem wurde behoben, bei dem einige Anbaugeräte, also Attachments, die Übersetzung ist leider ein bisschen schlecht, im Aim Geschwindigkeitsänderungen nicht wie erwartet anwandten. Okay, du bist ins Aim gegangen und war die Geschwindigkeitsanpassung nicht ganz so, Der Bonus für die Nachladegeschwindigkeit des M249 LMGs für die Schnell- und Schnellmagazine wurde erhöht. Die sichtbare Reichweite des Zielfernrohrs bei Scharfschützengewehren mit variablem Zoom, CQBSS und Scharfschützenzielfernrohr wurde von 100 auf 150 Meter erhöht, also ein Buff. Es wurde ein Problem behoben, das dazu führte, dass das Zielfernrohr mit variablem Zoom sichtbar war, wenn es auf dem Gewehr MK20, SSR und SVD Marksman verwendet wurde. Die sagen mir noch was aus COD, die waren echt heftig, die Waffen.
Geräte, alle Geräte haben eine verbesserte Kollisions- und haben eine verbesserte Kollision und prallen weniger wahrscheinlich an unsichtbaren Geometrien ab. Granaten sehen besser aus, wenn sie durch die Luft fliegen. Was Schönes. Toll. Ja. Blendgranaten unterbrechen jetzt den Sprint und bewirken eine leichte Bewegungseinschränkung bei den Betroffenen. Finde ich, macht Sinn. Movement, ein Problem wurde behoben, das dazu führte, dass das Gleiten bei höherem Frameraten kürzer war. Okay, Gleiten und Manteln sind nun. Was ist Manteln? Gleiten und Manteln sind jetzt flüssiger. Sliding and Mantling are smoother. Ich habe keine Ahnung. Also Mantling, ich muss ja nun sagen, die meisten von euch wissen, ich mache hauptsächlich Apex und ich habe von Mantling in Verbindung von Apex Legends noch nie gehört. Verratet es mir bitte. Das wird sicherlich kein Exhibitionist sein, der auf einmal hier nackig unter Mantel ist. So, und dann haben wir noch Verschiedenes. Also Mists. Es wurde ein Problem mit dem Spieler aus Spieler des Spiels behoben, bei dem der MVP-Spieler unsichtbar war, wenn er nach dem Ende des Spiels abstürzte. Es wurde ein Problem behoben, bei dem die Anzeige für Spieler, die einem laufenden Spiel beigetreten sind, nicht aktualisiert wurde. Lokaler Spielerschatten wurde verbessert, um die aktuelle Zielrichtung des Spielers zu reflektieren. Viele Probleme wurden behoben, bei denen die Hände oder Arme des Charakters seltsame Dinge taten. Das klingt echt schon ein bisschen crazy. Da hätte ich jetzt gerne ein paar Beispiele. Ladies and Gentlemen, die Known Issues, die erzähle ich jetzt nicht. Das sind bekannte Probleme, an denen wahrscheinlich noch gearbeitet wird. Das spare ich mir für dieses Video, damit wir es nicht noch in die Länge treiben. Leute, verratet mir mal, habt ihr schon ein paar Stunden gezockt? Zockt ihr noch? Ich denke, über die nächsten Tage wird das Video noch ganz gut angeschaut werden. Schreibt einfach mal in die Kommentare, wie viele Stunden ihr schon im Spiel verbracht habt. Überzeugt es euch? Gibt es schon Probleme, von denen ich noch nichts weiß? Ich konnte bis jetzt, wie gesagt, in meiner Spätschicht mich nicht darum kümmern, irgendwie zu schauen, wie gerade die ersten Stunden des Spiels laufen. Ich versuche am Samstag vielleicht mal online zu sein und mir selber mal ein Bild von der. Vom Beta-Test oder vom Server-Hardcore-Test zu machen. Ich habe aber von einigen über Instagram schon erfahren, dass sie nicht so richtig ins Spiel gekommen sind. Sie haben es nicht ins Spiel geschafft, wie auch immer oder irgend sowas war. Berichtet mir da mal, ob ihr dieselben Probleme habt. Und dass, wenn jetzt schon zum Release dieses Server-Tests die ersten großen Probleme auftauchen, wie ich komme nicht ins Spiel oder sonst irgendwas, ich kann hier mal ganz kurz spontan hier gucken. Ich habe meine PlayStation an, ob ich ins Spiel komme. Wenn ich nämlich jetzt hier schon Probleme haben sollte, ins Spiel zu kommen, dann sehe ich auf jeden Fall schwarz, dass das hier alles so schnell. Nein, ich will nicht willkommen. Hallo, ich will spielen. Individuelle Modi. Ich komme auf jeden Fall scheinbar rein. Spielersuche scheint auch zu funktionieren. Und ich habe festgestellt, ich habe vor wenigen Wochen ja darüber berichtet, von wegen Preload und dass die. Okay, Match wird erstellt. Das will ich jetzt nicht. Also scheint bei mir zu funktionieren. Ich versuche das jetzt mal abzubrechen. Ob das jetzt ein Delta-Fehler war, weil ich auf Abbrechen gedrückt habe, weiß ich nicht. Ich probiere es einfach nochmal und dann können wir gleich mal live hier noch sehen, ob es tatsächlich Probleme gibt. Auf jeden Fall diese Preload-Version, die Beta wurde ja zur Vollversion. Mit dieser Vollversion, falls sich jemand fragt, warum ihr diesen Beta-Test nicht spielen könnt, ihr müsst es deinstallieren. Das hat bei mir nämlich nicht funktioniert. Ich musste das Spiel neu runterladen. Falls diese Frage bei irgendjemandem von euch noch aufkommt, wisst ihr jetzt schon mal Bescheid. Bei mir hat es nämlich auch nicht funktioniert. Ich habe es deinstalliert und habe es dann in ein paar Minuten wieder runtergeladen. 31 GB. Irgendwie kann der aus dieser Vollversion nicht so richtig was machen. Und warum ich jetzt hier einfach mal 17% stehen habe und das jetzt hier ewig lädt, I don't know. Oh, jetzt haben wir 100%. Wir versuchen es einfach nochmal. Wir gehen jetzt einfach mal in Vorherrschaft und lassen es mal drauf ankommen. Ich werde jetzt aber keine Runde anfangen. Ich möchte einfach nur mal für mich gucken, ob ich ins Spiel komme. Dann kann ich euch nämlich schon mal ein Feedback geben, ob es tatsächlich Probleme gibt. Ob ich es jetzt selber schon mal für euch. Daumen hoch, das läuft. Ich freue mich. Okay, gehen wir also davon aus, dass dieser Test schon mal zeigt, dass irgendwas nicht so cool ist. Also dauert es wahrscheinlich noch länger. Achtung, Achtung, Mark Rubin hier. Das Spiel wird doch mal verschoben. Um ein Ja. Adieu.